Gewinne mitnehmen und wo nachkaufen. Es kommt natürlich darauf an, wenn du dir den Markt jetzt anguckst und du sagst, ich möchte nachkaufen. Wo siehst du das höchste Gewinnpotenzial? Das ist jetzt die Sache. Wo denkst du, wird der Markt oder wird der Kurs noch am meisten ausrasten? Weil wenn du, wie du sehen kannst, Alissa, was machst du, Schatz? Die hat das in den Pflanzen. Warum habe ich sie gerade weggebracht? Okay, geh schlafen jetzt. Was? Okay, hör auf zu stören jetzt, geh Ich bin raus. hier. Mach die Tür ran, Schatz. Tut mir leid, Leute. So ist es mit den Kleinen halt manchmal. Was soll man machen? Okay. Wenn wir uns das angucken. Viele gucken sich das jetzt an. Die denken sich, boah, Cardano, so krass gestiegen. Wir sind jetzt, ich glaube, über 9000% gerade im Plus mit Cardano. Gucken wir uns das mal an. Wo haben wir hier gekauft gehabt? Irgendwo bei 2 Cent hier unten. Ja, so in dem Bereich hier haben wir ungefähr gekauft. Nach Corona, wo alle gesagt haben, alles fällt auf Null, wo die Angst am höchsten war, wo haben wir einen gekauft? Genau da ist die Angst am höchsten, es ist der beste Moment zu kaufen. So um den Preistag, die haben wir verkauft. So, schaut mal an. Ich will mal jetzt echt gerne gucken. Wir sind sogar mit 10.000% im Plus gerade. 10.500 noch was. Prozent im Plus mit Cardano, weil wir dort eingekauft haben und die großen Zyklen mitnehmen. So kann man mit ganz wenig Geld ganz viel Geld machen. Die Frage ist jetzt, sitzen viele Anfänger, die neu sind im Markt und denken sich, boah, der Kryptohöhe erzählt mir hier ein, der hat da tatsächlich 10.000% mitgemacht. Mache ich jetzt auch, ich kaufe jetzt auch ein. Macht nicht den Fehler und glaubt, dass er, nachdem er 10.000% gemacht hat, jetzt wieder so einen Schub nach oben macht. Unsere Preistargets, die wir uns gesetzt haben, sind hier bei 3 Dollar und bei 5 Dollar. Eventuell geht er noch ein bisschen höher als 5 Dollar, 6 Dollar. Ich erkläre euch auch gleich, wieso. Wie viel Prozent wäre das jetzt? Sagen wir mal, ihr kauft jetzt ein. Ihr wartet auf den Dip. Sagen wir mal, das Ding dippt und geht hier auf diesen Range hier, wo er sich stabil gehalten hat. Und von hier aus geht er dann auf 5 Dollar. Dann hättet ihr nur 2,5-facht ungefähr. 265%. Das sind keine 10.000. Und dann sitzt man da und hat eventuell Panik und man glaubt, ach, wenn das hier erstmal losgeht, schaut euch mal an, was die ganzen Bitcoin-Maxi-Trolls jetzt gerade machen. Am Rad, die drehen wieder durch. Oh, Euphorie bricht wieder aus. Das Ding geht auf 50 Trillionen, wird Bitcoin hochgehen. Und also, jetzt fangen sie alle auf einmal wieder an, wo sie alle rumgeheult haben, wo wir in dieser Korrekturphase hier waren. Hier war alles, oh, Bärenmarkt, puff, das geht wieder. Und jetzt sind sie wieder alle euphorisch. Hey, puff, die ganzen Leute, die rumgeheult haben und gesagt haben, das Ding geht bald auf 10.000, auf 1.000, ihr werdet es sehen. Wo sind die jetzt? Die sind weg. Futsch, verschwindibus. Die scheißen sich jetzt irgendwo ein und hoffen, dass man ihre Kommentare vergessen hat. Jetzt, oder die kommen jetzt gerade zurück und sagen, hey, 1 Million. Das dreht sich ganz schnell, der Wind in den Köpfen. Zurück zu Cardano. Das heißt, und ich wette, es gibt auch viele, die kaufen gerade zu diesen Preistagen hier. Und die denken sich, 5 Dollar, das sind nicht mal 100%. Ist nicht schlimm, hey, ich meine, 87% ist nicht wenig. Ne? Ich meine, beim Aktienmarkt, die besten Hedgefondsmanager, die machen gerade mal 6-7% im Jahr. Und ihr ballert dann auf einmal 87%. Aber wenn wir uns Coins angucken, wie Bitcoin Cash zum Beispiel, wie Litecoin, die noch weit weg sind von ihren All-Time-Highs, wenn wir uns angucken, dass bei jedem Bullrun, den es bis jetzt gab, diese Coins ihren All-Time-High weit überschritten haben, dann kann man einfach mal ein bisschen scrollen. Ihr könnt hier auf CoinPaprika gehen. Ich verlinke euch das eben mal kurz. C. So, jetzt habt ihr das auch. Ihr könnt hier raufgehen und dann seht ihr All-Time-High-Price. Das sind die Preise vom All-Time-High. Und das ist der aktuelle Preis. Jetzt könnt ihr hier gucken und hier steht auch, wie viele Tage das her ist, dass man den letzten All-Time-High hatte. Und wenn wir hier sehen können, na gut, Tether ist jetzt ist ein Stablecoin, ne? XRP zum Beispiel, schaut mal.
1327 Tage her, dass er sein All-Time-High erlebt hat. Sein All-Time-High war bei 3,84 Dollar. Wir befinden uns gerade bei 1,24 Dollar. Wir denken, der wird auf 10 bis 13 Dollar gehen, wenn es super verläuft, bis 16 Dollar in diesem Bullrun. So könnte man zum Beispiel da rangehen. Ganz pragmatisch, ne? Wir gucken mal, welche Coins gab es noch? Welcher ist sehr lang? Guck mal hier, Bitcoin Cash. 1342 Tage her, sein All-Time-High war bei 4355. Unser Preistarget ist bei 18.000 US-Dollar. Der ist gerade bei 600. Scrollen wir mal, was ist das? Stellar. 1300, der ist mit XRP eigentlich in den Bärenmarkt reingegangen. Der war bei 93 Cent. Ist aktuell bei 37. Wir glauben, der wird bis mindestens 4 Dollar gehen in diesem Bullrun. Und so kannst du dann ein bisschen scrollen und gucken, welcher Coin hat noch Riesenpotenzial nach oben. Tron zum Beispiel. Unser Target bei Tron, lass mich lügen, war bei 1,20 Dollar oder sowas. Der ist gerade mal bei 9 Cent. Der hat auch noch Riesenpotenzial, was er mitnehmen kann. Also wenn du ganz pragmatisch davon ausgehst, dass die meisten Coins, guten, großen Projekte, bei jedem Bullrun, also bei jedem großen Bullrun, wir reden jetzt von spezifisch zwei, den 2013 und den einen, den 2017, bei beiden Bullruns haben sie ihre All-Time-Highs um ein weites überschritten. Aufgrund dieser Tatsache können wir davon ausgehen, dass es dies jetzt auch noch einmal tun wird. Ist es fix? Ist es fest? Nichts ist fix und nichts ist fest. Wir sind in einem spekulativen Markt und wir spekulieren. Ich spekuliere zum Beispiel so. Darum haben wir einen Teil zum Beispiel in Zcash investiert. Weil ich glaube, das Ding wird noch richtig durch die Decke gehen in diesen Bullrun. Werde ich jemals wieder Zcash nachkaufen oder Monero? Nein. Warum? Weil es jetzt immer mehr in Richtung Identität ist tabu geht. Und das sind gerade solche Coin-Projekte, die dafür sind. Die wollen Anonymität. Und ich glaube nicht, dass es der Europäischen Union gefällt, weil die haben schon Entwürfe rausgebracht, dass ein richtiges KYC werden soll. Die wollen sogar wissen, die wollen sogar, dass jede Wallet, die man erstellt, zu einer Person verlinkt wird oder dass eine Identität zu jeder Wallet hinterlegt wird. Und dann kommen Zcash und Monero gar nicht gut an damit, ne? Dass sie sagen, hey, alles anonym und all sowas. Ihr habt jetzt 1000 Donations hier, Leute, was macht ihr? Hey,